Hey ho, meine Lene Weber, und herzlich willkommen zu einem anderen Video mal wieder. Und ja, ich habe mir eben mit dem guten One Piece Tuber, der sich gerade vorstellen kann. Hallöchen. Ja, mit ihm habe ich eben hier das neue One Piece Special geguckt. Und ja, ich wollte einfach mal so, beziehungsweise wir wollten einfach mal eine Review dazu raushauen, beziehungsweise einfach so über den Film sprechen. Auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach an. Ja, also es beginnt damit halt, dass die Ströte halt auf der Sunny sind und alles drin drin. Und Chopper, Lissop und Franky, die machen irgendeine Scheiße. Chopper sucht irgendwelche Scheiße am See, nee, am Meer, am See. Am See. Und Franky und Lissop machen immer so ein Battle, wer das erst abschießt und alles drum dran. Doch dann hat Lissop eine Insel gefunden, also der hat so eine Insel geguckt und hat da Leute gesehen, die um Hilfe gerufen haben, also die so ein Hilfesignal von sich gegeben haben. Ein Leuchtsignal. Ja, dann wurden die Schröder darauf aufmerksam, wollten da hin segeln dann halt, vor allem Sanji. Ja. Und ja, dann sind die auf der Insel angekommen. Ja, aber als sie realisiert haben, wer wirklich auf der Insel ist, nämlich der gute alte Silberfuchs Foxy, waren die ein wenig angepisst. Naja, bis auf Ruffy, der wusste nämlich gar nicht, wer Foxy ist. Er hat nämlich irgendwie verdrängt. Oh Mann. Ja, jedoch haben ihm die seinen Kameraden auf die Sprünge geholfen und die haben halt, also selbst Ruffy hat dann realisiert, dass Foxy halt der gute alte Spaltkopf ist, wer er auch die ganze Zeit war. Ja, und Foxy hat schon sogleich seine zwei neuen Kameraden vorgestellt, nämlich Omai, der ein getarnter Marine-Vizeadmiral und irgend so ein Typenhammer. Irgend so ein Brocken. Ja, hat halt das Schiff der Foxys upgraded. Ja, aber dazu gehe ich später ein. Ja, auf jeden Fall wollte Foxy Ruffy und seine Crew wieder zu einem Davy Backfight herausfordern. Und da Ruffy ein Ehrenmann ist, hat er natürlich angenommen. Ist halt so gekommen, dass sie einen Davy Backfight gestartet haben. Die Stände wurden aufgebaut, also die, wie halt auf dem Jahrmarkt üblich ist, also schöne Würstchen verkaufen und Naschsachen. War auf jeden Fall witzig. Ja, bis es dann zur ersten Disziplin kam, nämlich zum Wettessen. Für Team Strohhut, sag ich mal, waren da die natürlich Ruffy, Zoro und Sanji. Also die das Wettessen am Wettessen teilgenommen haben. Und natürlich Ruffy, Zoro und Sanji. Und in Foxys Team waren das Porsche, Hamburger und der eine neue, ja, der eine neue mit dem Hammer. Ja, und als halt das Wettessen begonnen hat, stellte sich halt heraus, dass die Pilze vergiftet waren. Warte, du hattest gesagt, dass das so ein Pilzwettessen war, oder? Ja, halt ein Wettessen. Ja, okay. Ja, die hatten da eine fette Schale von vergifteten Pilzen, beide Teams. Und ja, die Strohhüte haben da fett reingehauen und von dem Foxy-Team nur Porsche und Hamburger. Und ja, der Brocken, wie ich ihn immer nenne, der stand da einfach nur blöd daneben, weil der war gut eingeweiht in den Plan, weil der Vizeadmiral, also Komei, der hatte da schon alles vorgeplant und alles, dass halt die Gifte verpilzte. Die Gifte verpilzt sind. So was kann nur mir passieren. Ja. Dass der Kaka Komei ist. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall ging halt das Wettessen da los und ja, jeder hat sich vergiftet, außer der Brocken. Der Brocken,
wie ich einfach seinen Namen nicht im Kopf hatte. Ich auch nicht. Und ja, danach ist der Brocken halt, das ist so komisch, ihn einfach der Brocken zu nennen. Ja. Auf jeden Fall ist er dann halt so von dem Steg runtergegangen. Ja, nicht Steg hier, von der Bühne weg runtergegangen und alles. Also, der Brocken war halt vor der Bühne und hat halt einen Schalter betätigt, der die Leute, die da vergiftet K.O. rumlagen, eingesperrt hat. Und ja, danach wurde so eine Kette eingefahren, die von dem Foxy-Schiff bis zum zur der Bühne ging, um halt die ganzen... Nee, es ist nur zuerst was anderes passiert. Das, ach, Foxy, ja, das Foxy-Schiff hat sich zu Pluton entwickelt. Das war mehr als Pluton, Alter. Das war die Oro Pluton, Alter. Ja. Auf jeden Fall. Die 1000 Pluton. Die 1000 Pluton. Die 1000 Oro Pluton. Ja, auf jeden Fall hat sich das Foxy-Schiff transformiert in ein Schiff, das wesentlich besser aussieht als die 1000 Sunny und eigentlich generell alle Schiffe, die man bisher gesehen hat. Ist einfach so. Ja, es konnte sogar silbernes Rüstungshaki. Ja, auf jeden Fall hat es dann so eine Kette auf den Käfig geschossen und den Käfig zu sich gezogen. Also die Käfig, also ist die Bühne, die sich in einen Käfig verwandelt hat, so an sich gezogen. Der Brocken hatte so einen Heilpilz dafür. Ja, da hat er halt so einen Heilpilz dafür, womit man halt wieder von den, also so ein Gegengift, sage ich einfach mal. Und er wollte den halt für sich behalten und alles drum dran, doch Robin hatte den Pilz dann von ihm genommen und zu Ruffy seine Fresse geworfen. Wodurch Ruffy halt wieder, ich wollte gerade nüchtern sagen. Nüchtern? Nö, ich sag's jetzt einfach so, wodurch Ruffy jetzt einfach nüchtern wurde. Und also er kam halt zu sich und wollte halt den Käfig aufbrechen, um zu fliehen. er wollte halt, der hat auch nach Zoro und Sanji gerufen, damit die auch mit rauskommen, nur der Brocken hat ihn, der Brocken hat nicht warten lassen, der hat direkt eingegriffen und Ruffy musste da wegspringen. Und ja, danach, ein paar Sprühhüter haben noch versucht, hier die Kette aufzuhalten, damit die, die restlichen Leute nicht hier weggeschnappt werden, sag ich einfach mal. Und ja, es hat nichts gebracht und Zoro, Sanji, Porsche und Hamburger wurden halt dann gekidnappt. Ja. Ja, und die restlichen Strohhüte und auch Foxy wollten dann los, um diese zu retten. Jedoch realisierte Foxy, dass er kein Schiff mehr besitzt. Und wollte halt mit den Strohhüten mitsegeln. Ruffy, wie er nett er auch ist, hat dazu gewilligt. Aber der gute Chopper und der gute Sellenkönig blieben auf der Insel, um weiterhin mit den Foxy-Piraten auf der Insel, um diese Heilungspilze zu sammeln für Sanji, Porsche, Hamburger und Zoro. Ja, nur einer von den Foxy-Piraten kam da auch noch so auffällig rüber, der hat sich dann halt auch gemeldet, meinte so, dass er schon lang genug bei den Foxy-Piraten wäre und jetzt auch endlich was dafür tun würde, dass die ihn halt auch dann mitnehmen. Das war dieser eine Spacken, der Lissop die ganze Zeit Senpai genannt hat. Und ja, danach sind die halt aufs Schiff gestiegen und sind halt losgereist. Sagt man reist? Losgesegelt. Und also die sind halt, also die haben ein Lockport. Nee, es war kein Lockport. War ein Eternal Port, um genau ja, zu sein. Eternal Port, ja, der halt die sie halt zu den Vizeadmiral geführt hat. Und ja, während der Fahrt hat Foxy so einen coolen Stecker an Ruffy verteilt. Ruffy war voll begeistert davon. Der wollte jetzt schon Best Friends werden und er hat ein Stück Fleisch mit Foxy geteilt. Wie begeistert kann man von diesem Stecker sein?
Obwohl, ich war genauso begeistert. Das stimmt. Ich wollte direkt einen Foxy-Fan-Club eröffnen, ja. Ich bin der Chef davon. Und boah, sitzt ein Tuber. Der wollte auch den anderen der Schulden was geben, aber jeder hat verneint, niemand wollte was. Weil ich gar nicht nachvollziehen. Kann ich auch nicht nachvollziehen, Alter. Der Stecker hat schie gemacht. Und Zorro sagt immer sonst und Alter. Ja, nee. Auf jeden Fall, danach reisen die halt weiter, bis sie zu der Insel ankommen. Und ja, willst du gerade weitermachen? Natürlich doch. Auf der Insel angekommen, ja, sehen die sozusagen, ja, ich sag mal, eine Art Vulkan, der ein, so in diesen Nebel spuckt, der Teufelskräfte ja unschädlich macht, also so ein Seesteinnebel, sag ich mal. Und ja, und solche, ich sag mal, Berge, die von den Marinefutzen so, ich sag mal, nicht bewohnt, sondern so, die Marinesoldaten sind in solchen Bergen stationiert. Ja, auf jeden Fall haben sie in diesen Bergen so halt eine Einrichtung mit Kanonen und so, womit die sich halt verteidigen können. Ja, und als sie die Shoro-Hüte bemerkt haben, haben sie so solche komischen Pflanzen auf sie gehetzt. Ja, also dann ging es halt weiter und die haben halt so lange gegen die Bergleute gekämpft, sag ich einfach mal, gegen die Berger gekämpft. Gegen die Berger gekämpft. Die alle Johannes heißen, by the way. Die haben halt die ganze Zeit gegen die Berger gekämpft und also die haben so lange gegen die gekämpft, bis so gut wie jeder Strohhut gefangen geworden. Ich kann nicht reden. Gefangen genommen wurde. Und ja. Danach sind halt Ruffy, Nami und der eine Random von Foxy und Foxy sind dann auf dem Weg zu Lissop und Co. und zur Soge King und Co. Soge King. Der Nebel bricht aus. Ja, der Nebel bricht aus, so übertrieben. Ruffy hatte kaum Kraft, sich zu bewegen. Und Foxy komischerweise schon, Foxy gleich Kaido. Foxy wurde trotzdem getragen. Und hier. Ja, random Guy. Danach ist Ruffy in eine Falle getappt. Das war so eine Cliff-Falle-Dings. So ein Loch im Boden einfach. Wasser war drin unten. Dings. Ja, wo halt so Meerwasser drin war unten. Und ja, generell konnte sich halt noch leicht halten mit den Fingern. Doch dann kam Komei und das war seine mächtige Teufelsfrucht, die Manöverfrucht. Manöver, sag ich. Ja, das war, glaube ich, sein 29. Manöver oder so. Ja, stimmt. Glaube ich sogar wirklich so ungefähr an die 30, 29. Und ja, danach hatte Komei Ruffy halt dann noch so, ist, er hat, ich rede nicht können, ich kopfe nicht nein. Also Komei ist dann auf Ruffy, auf eine Hand von Ruffy getreten, hat mit Ruffy gesprochen und so hat irgendwelche Ansagen gemacht und alles. Und dann kam Foxy, der Retter in der Not. Der hat halt sein Gewehr genommen und auf Komei hinterrücks gezielt. Und gesagt, beweg dich nicht, sonst gibt's Kugel in den Arsch. So, oder so ähnlich. Ja, dann, ja, auf jeden Fall hat er dann dem random Guy das Gewehr gegeben und hat gesagt, ja, kümmere dich halt um ihn, halt ihn mal so ein bisschen, ne, down. Ich hol dann den Shoro da raus, er hat ein Seil runtergeworfen. Um Ruffy dann wirklich auch rauszuholen. Ja, nee, davor ist Ruffy ins Wasser gefallen und Nami. Also ja, weil er ihn auf die Finger getappt ist. Ja, genau. Ja. Ja. Und dann hat er ihn halt Foxy hochgeholt und alles drum und dran. Doch plötzlich aus dem Nichts, ein bisschen später, bekam Ruffy eine Kugel in den Rücken. Also nicht eher in den Rücken, das war eher so Schulterhöhe. Ja, was ist Schulterhöhe? Ja, so Kopf, Schulter, irgendwie so. Ja, so, ja. Oberer Torso. Ja.
Dann ist Ruffy halt nach vorne gekippt und hat keinen Ton von sich gegeben. Es sah aus, als ob er halt tot wäre oder unmächtig oder was weiß ich was. Man wusste nicht, was da geschehen ist. Und dann stellt sich heraus, wie der eine Lappen von Foxy da die Waffe auf Ruffy gerichtet hat und abgedrückt hat, weil er auch zu Kome gehörte. Ja, der war halt nämlich ein Marinesoldat. Wer hätte's gedacht? Kam aber echt überraschend. Ja, ja. Und da haben sich halt jetzt wirklich so alle gegen die Strohhüte gewendet sozusagen. Also bis auf Foxy, ne? Und die sahen halt mega scheiße im Vergleich aus, die Strohhüte. Aber da es noch nicht gereicht hat, hat der mächtige Komi, der die Manöverfrucht gegessen hat. 5-in-1, Alter. 5-in-1. Ja, der hat halt das übertriebenste Rüstungshaki ausgepackt. Und oh, ich, eventuell jetzt noch das übelste Königshaki. Ja, also, das, ich will nicht bezweifeln, dass das kein Königshaki war, weil ich möchte nicht glauben, dass das nur Rüstungshaki ist, diese Aura und alles. Ja, ich glaube nicht, dass es nur was mit Rüstungshaki zu tun hat. Aber egal, da gehen die Spekulationen über Welten und über Monde und über Enel. Und über Enel, sagst du. Ja. Das war einfach ein 5-in-1-Charakter. Er war Enel, er war Zorro, er war Vergo, er war Diamante und er war Blackbeard. Ja, ja. Ja. Nur mit seiner Haki-Kraft hat er dann seine Waffe halt, seinen Federfächer da hat er formiert in ein Schwert, sag ich einfach mal. In alles, was er wollte eigentlich. Ja, er konnte damit echt alles, er konnte daraus alles formen, was er will. Und das dann halt auch mit Rüstungshaki ummanteln. Also mit Hardening. Ja, auf jeden Fall hat er dann gekämpft. Ja, und der sah auch sehr dominant aus. Ja, und dann kam diese Schlange mit Brook. Ja, also mit Brook und Chopper. Da war so eine Art Skypier-Schlangen-Fake. Ja, das, ja. So ein Boa-Fake, wie hieß die nochmal? Mushroom-Konda? Ja, irgendwie so Mushroom-Konda, sag ich mal. Also, wir haben es halt auf Englisch geguckt, also nicht wundern. Ja. Ja, die fiel halt mit Chopper, ja, also eigentlich mit den ganzen Foxy-Leuten, Chopper, Brook, ja, und ja, runter und die haben halt gegen alle gekämpft. Mit den K.O.-Monstern auch noch. Ja, ja, ja. K.O.-Monster. Ja, die wichtigsten sozusagen. Ja, ja. Auf jeden Fall haben sie dann gegen die schönen 3D-Soldaten gekämpft. Die 3D-Soldaten sahen mega scheiße aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und war ziemlich ausgeglichen, mehr oder weniger. Naja, Kome hatte natürlich die Oberhand. So, vom Feeling her. Besonders weil er so ein Rüstungshaki und Königshaki hat, was man noch nie gesehen hat. Ja, und dann wurde es auch allmählich Tag. Ja, und während des Kampfes ist halt auch. Nee, danach wurde ja Zorro und Co. befreit, die ja auch gegen die Marine und so lange gekämpft hatte. Nachdem die Pilze überreicht wurden. Genau. Und dann wurde zu Foxy gesagt, dass, also Foxy wurde dann gesagt, wo Porsche und Hamburger sind und der Rest von seiner Crew. Und dann hat man gesehen, wie da, das war die übelste Foxy-Action, wie er da alles gerappt hat mit seinem Spiegel und dem Beam. Okay, ich erläutere zuerst mal den Spiegel. Also er hat einen Spiegel in die Luft geworfen. Den Spiegel dann mit seinem Slowbeam sozusagen eingefroren, also so übel stark verlangsamt, dass er kaum noch fällt. Dann hat er mit seinem Slowbeam, also halt auf die spiegelnde Fläche geschossen. Und halt die spiegelnde Fläche hat sein Beam dann reflektiert. Auf jeden Fall, what the fuck, Alter. Und so von Foxy hätte man das sowas noch nie erwartet. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, als sie dann befreit wurden und alles drunter, haben diese Scheiße auf dem Rückweg gemacht. Und kommen wir mal zurück zum Kampf von Ruffy und Kome. Ah, ich werde ja schon wieder aggressiv. Ja, also, mega lame, würde ich mal sagen. Dann kam es ging halt weiter und so alles. Und Ruffys Schläge, er hatte es oft mit der Gun-Gun-Pistole und Bazooka versucht und alles drum dran.
Nur wurde das alles von dem Fächer abgelenkt in irgendeine andere Richtung und alles. Und dann kam es auch noch dazu, dass Kome mit seinem Haki auf Ruffy geschossen hat, was ich auch übertrieben krass fand. Und Ruffy ist dem halt ausgewichen und so. Nur Ruffy reichte es langsam, da war er zu wütend und gab ihm einfach einen Red Hawk, während Kome in Full Hardening gegangen ist. Also wirklich Ganzkörper Hardening. Ja, ja. Und er hat ihn gewonnen. Ja. Das ist ohne Spaß. Also, ich meine, Doflamingo hat's ausgehalten. Hody Jones hat's ausgehalten. Aber Kome wird einfach zerstört. Der krasseste Typ, den man je gesehen hat. Ist einfach. Nach Foxy. Nach Foxy, ja. Nach Foxy, natürlich. Ja, und so wurde auch Kome besiegt. Friede, Feuer, Freude, Eierkuchen. Alle sind wieder dann auf dieser Anfangsinsel. Ne, gar nicht auf der Anfangsinsel. Doch, doch, die waren auf der Anfangsinsel. Ja, okay, auf der Pilz-Anfangsinsel. Nur dann wurde Foxy ein bisschen verarscht, wo wir uns auch am Anfang voll verarscht gefühlt haben, weil die haben halt so getan, als ob die wieder Freunde wären und so. Nur Foxy wollte halt wieder den Slowbeam an Ruffy anwenden und alles drum dran. Nur setzt Foxy den Slowbeam auf Ruffy ein und dann kam der Spruch von Ruffy, ja, das bringt nichts mehr, ich bin ein Gummimensch, ich bin jetzt immun dagegen. Da haben wir so gedacht, was? Ist dein Ernst? Und dann stellte es sich heraus, dass es doch nur eine Fata Morgana von Nami war, aber man hat schon voll vergessen, dass sie sowas kann, weil hatte sie das jemals nochmal nach den Kampf gegen Khalifa eingesetzt? Ich nicht, dass ich mich erinnern könnte, oder? Ich auch nicht. Danach am Ende, was ich sehr hoffe, ist, dass Kome einfach wiederkommt, weil am Ende wurde auch gefragt, so zu Ruffy, ich glaube Lissop hatte Ruffy irgendwie gefragt, ob Kome irgendwie wiederkommen wird. Und Ruffy meinte dann, dass er sehr wahrscheinlich wiederkommen wird, also er war überzeugt davon, deswegen hoffe ich, dass er auch im Manga bzw. Anime auch irgendwann kommen wird. Ja, oder vielleicht in einem neuen Special oder in einem neuen Film, Hauptsache man sieht ihn mit seiner vollen Pracht und wie er Ruffy zerstört. Ja, und die gute alte Kranich und Garp hat man auch gesehen und die haben auch so ein bisschen über den guten Kaka geredet. Ja, und ja, also so als hätte er so eine übelste Story, als ob er noch so übelst wichtig werden würde. Ja, und so endet eigentlich auch die Geschichte. Ja, auf jeden Fall war es dann eigentlich mit dem Film und der Review. Keine Ahnung, hast du noch irgendwelche Schlussworte? Ich liebe euch, Jungs. Immer schön Anime-Mibscha abonnieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ja, schaut beim One Piece Tuba. Mit den längsten. Ja, der Tuber mit den längsten One Piece. So. Ja, schaut bei ihm vorbei, disliked seine Videos und schreibt in seinen Kommentaren die ganze Zeit Meep rein. Zeigt ihnen, was für eine Macht wir Little Meeper haben und spammt ihn mit Meep voll, Alter. Ich mische in seinem neuesten Video mindestens 10 Kommentare mit Meep sehen von 10 verschiedenen Leuten. Wehe. Und ja, dann auf wieder Meep. Tschüssi. She off the fucking map.